Guten Morgen, würde ich sagen. Wir haben jetzt kurz nach 8 heute, wie ihr wisst, Part 2. Leistungsprüfstand, Eingangsmessung mit dem Focus RS MK3. Wir haben um 10 Uhr Termin, das heißt, wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Bin jetzt auf dem Weg an die Motorworld, werde dort auf Mario warten. Und wir werden dann natürlich von dort aus gemeinsam hochfahren nach Wernau zur Firma Handy Performance. Und ja, ich bin gespannt, was auf Bruce sein Prüfstand rauskommen wird. Ich habe ja schon gesagt, ich bin der Meinung, er streut ein bisschen nach unten eher. Obwohl das eher untypisch ist für Turbomotor, die meisten Hause BMW, Hause Mercedes und so weiter, da liegen die meisten genau oder sogar drüber, BMW meistens immer drüber. Hier sage ich, dass wir hier ein bisschen drunter liegen. Vielleicht täusche ich mich auch, aber der Popometer sagt, wir liegen drunter. Ich habe es gestern gesagt, schon im Video 330 PS, sage ich mal, und 420, 430 Newtonmeter, schätze ich. Wird man sehen, was rauskommt. Bin sehr gespannt, muss ich sagen. Freue mich aber schon auf den heutigen Tag. Wie schon gesagt, der Prüfstand, also Part 2, finde ich sehr wichtig, dass man einfach eine Vorher-Nachher-Differenzierung hat. Wir gehen ja sogar dreimal messen. Vorher, also Eingangsmessung, Messung nach Hardware-Umbau, dritte Messung mit Software-Datenstand und Hardware natürlich. Und da denke ich mal, da kann man dann relativ gut differenzieren, was bringt das Einzelne, was bringt jetzt nur die Hardware. Wir haben eine EWG-Downtype, wir haben die Ansaugung, den Ladeluftkühler und die EcoX. Mal gucken, was daraus kommt an mehr Leistung. Und dann dazu noch die Anpassung der Motorkennfelder. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Das Ziel ist ganz klar, natürlich so viel wie möglich Leistung, aber halt natürlich auch standfest. Das ist natürlich ganz wichtig. Also wir haben hier ein relativ neues Auto oder ja, mehr oder minder eigentlich fast Neuwagen. Hier wird man definitiv nicht irgendwas riskieren, ja, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber das wird man auf jeden Fall hinbekommen. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und jetzt werden wir auf jeden Fall erst gleich mal noch einen Kaffee trinken, bis der Mario kommt. Dann haben wir schon alles prüfen, alles gucken. Kameras, Equipment ist alles dabei. Und dann mal schauen. Wie schon gesagt, das Ziel war, nachher noch einen Livestream hinzubekommen auf dem Prüfstand. Wird man sehen, wie es ist, wie es reinläuft, wie es zeitlich passt, ob wir das hinkriegen. Wenn nicht, das Video seht ihr ja sowieso. Und der Livestream, der muss halt dann, wenn es leider nicht anders geht, warten. Der Mario wird noch ein bisschen brauchen. Gehen wir davon aus, dass der bis in 20, 25 Minuten da ist. Das heißt, wir haben genügend Zeit für einen kleinen Kaffee. Relativ viel Verkehr heute Morgen, wie es ja üblich ist hier. Ich hoffe, euch hat Video Part 1 gefallen. Ich fand es leider ein bisschen lang, muss ich zugeben. Habe ich aber auch, nachdem ich ihn heute Morgen selber mal angeschaut habe, ist mir das aufgefallen. Ich werde das Video hier ein bisschen kürzer halten. Einfach dann Step by Step schon Part 1, Part 2 Leistungsprüfstand 5-6 Minuten mit Hinfahrt, mit ein bisschen Smalltalk, vielleicht auch 10 Minuten und auch Fahrwerk und so weiter einfach ein bisschen kürzer halten, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu lang, nicht, dass es euch langweilig wird, das habe ich auf jeden Fall nicht vor, aber ihr wisst, wie schon gesagt, also das ist erst seit wenigen Wochen bzw. knapp 2 Monaten mache und ja, ich muss da halt auch erst noch ein bisschen lernen, noch ein bisschen reinkommen, was wichtig ist, und mir ist nur wichtig, dass es einfach authentisch und normal bleibt und nicht irgendwas gespielt oder überzogen. Und wenn auch mal was nicht passt, dass man einfach mal schon die Wahrheit sagt, wenn irgendein Auto nicht passt, wenn einem was Negatives auffällt, das muss man einfach sagen. Ich meine, das macht ja das Recht, einfach seine Sache frei zu äußern, und das ist ja auch nichts Schlimmes, es hat alles Vor- und Nachteile, und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass man da offen drüber
spricht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehe ich ab kurz ein Käffchen trinken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Kaffee trinken. Ciao. Ja, wie gerade eben erwähnt, bin ich jetzt noch kurz einen Kaffee trinken. In dem Fall die 20 Minuten vertreiben, bis der Mario kommt. Bevor wir dann auf den Prüfstand fahren, ja, ich bin gespannt, was rauskommt. Ich kann es, wie schon gesagt, nicht einschätzen. Es ist der erste Focus RS MK3, das heißt, ich habe noch keinerlei Vergleichswerte. Ich kann nicht sagen, ob ich recht habe mit meiner Vermutung, mit dem, was ich spüre, dass es zu wenig ist. Wird man sehen. Ja. Wir haben auf jeden Fall gestern, wie ihr gesehen habt, im Video die OZ Ultraleggera montiert. Heute für den Prüfstand, dass es von der Optik her passt. Das heißt, das ist jetzt Part 2 mit dem Leistungsprüfstand, Eingangsmessung. Zu sehen, was rauskommt, dass wir einfach mal einen Stand haben. Hey, wo stehen wir eigentlich überhaupt? Wo fangen wir an? Und jetzt würde ich sagen, jetzt warten wir auf Mario. Und sobald er da ist, geht's ab, los ins Auto. Ab zu Henny GmbH nach Wernau und dann machen wir dann Leistungsmessung und dann sehen wir uns auf dem Prüfstand wieder. Bis gleich. Ciao. Morgen! Ja, gute Laune ist wichtig, Jungs. Wir sind auf jeden Fall bereit und Mädels, Kameras dran. Und dann geht's los. Jetzt sehen wir uns dann gleich im Auto. Bis gleich. Ciao. Ja, Stage 2. Stage 2, genau. Schwabe-Checker, K-Street Performance. Was ist Stage 2 überhaupt? Gegen wen? Was machen wir? Henny Performance Wernau mit dem Focus RS. Wie versprochen? Focus RS. Geil. Eingangsmessung. Vollkommen richtig. Ich bin echt gespannt, was rauskommt. Wie ist denn dein erster Eindruck vom Auto so? Du fährst heute zum ersten Mal, hast du vorher erwähnt. Ja, habe ihn nicht abgewürgt. Nicht so wie ich vom Kunde. Ist schon alles sehr direkt. Die Kupplung hat einen Punkt, der ist brachial. Ja, der ist aber. Der ist so klein. So klein ist er. Ja. Und das ist so. Auch immer unbegrenzt. Aber was geil ist, das ist immer gut. Ja. Bop, bop. Hat er schon? Dieses Knallen. Das Knallen ist, ah, das ist geil, schon ja. Geil. Haben sie gut gemacht. Mir fehlt so ein Tick der Punch. Fehlt mir. So dieses. Mit 350 PS. Habe ich auch gesagt, ja, 350 PS, 460 Newton, da erhoffst du das ein bisschen mehr gefühlt. Hat er nur 40 mehr, wie mein Fiesta? 460, ja. Nur 60 mehr, nee, nicht mal, 53 mehr als sein Fiesta. Aber alles sehr direkt, Lenkung toll, Fahrwerk finde ich toll, gibt eine gute Rückmeldung, das heißt, man kann auf einem sehr guten Niveau fahren, denke ich. Ja. Also Bremsanlage, Fahrwerk, ja. Wie du auch sagst, Einlenkverhalten, Kurven fahren, da ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Und da will ich auch die VAGler nicht schlecht reden, aber das habe ich schon mal gesagt. Da finde ich den Golf R zum Beispiel, der ist hinterher. Also der ist von der Performance her deutlich besser. Ja, das ist aber auch ja so gewollt. Ja. Man merkt es auch bei meinem Fiesta, wenn man mit dem Polo GTI vergleicht, der ist auch gut, aber der ist halt eher etwas unemotional. Ja. Ne? Und das ist halt bei. Unemotional? Emotional. Ja. Ja. Aber ist genau das Thema. Ja, die anderen mögen es so, die anderen mögen es so. Vollkommen richtig. Ich finde auf jeden Fall die Optik von dem Auto von außen, mega, das ist mega. Also das ist, ja, das ist wie M3, M4 neue, was einfach in Form ist, was Besonderes. Das ist einfach, ja, bin ich gespannt. Mario und ich werden gleich euch noch ein Video reinhängen von der Einfahrt vom Prüfstand, würde ich sagen. Genau. Mit ein bisschen Musik, ein paar Bilder rein und dann nächster schwenkt gleich ab. Nächster schwenkt gleich ab auf den Prüfstand und dann würde ich sagen, geht's los. Okay, ja. Das ist geil. Das macht echt Spaß. Also. Jetzt gib mal ein bisschen Gas. Ja. Also, dann würde ich sagen, bis gleich. Okay, dann Verkehr. Ciao. Verkehr. Ciao.
Ja, November. Was soll man sagen? Ich habe mich vertan, ne? Du Versager, du Loser. Schon gar nichts. Nein. Wir haben Leistung erreicht, ja? Ja. Maschine, Gott, Gain. Wir haben 351,8, also 352 PS. Richtig. Und 463 Newtonmeter gemessen nach DIN. Das heißt, da werden jetzt wieder die ganzen Hater, Mater, Data kommen, ja? Abzüglich 4% Toleranz, das heißt, wir liegen ganz knapp unter Serienleistung. Ja. Wäre Umrechnung auf EWG knapp 4%. Ja. Ja. Trotzdem besser als ich gedacht habe. Das heißt, wir liegen schon da, wo es hin soll. Leistung liegt aber erst relativ spät an, also relativ, ja, man muss, wie der Mario vorher erwähnt hat, das habt ihr nicht mitbekommen, das ist eine Drehzahlorgel. Man muss also immer gucken, dass ich irgendwo oben auf Zug bin, ja, dass ich die volle Leistung habe. Aber nichtsdestotrotz geil, ich bin zufrieden.